Liebe Raunheimerinnen und Raunheimer, ich stehe heute hier am Garten der Verschwisterung, Sie kennen das, im alten Ort. Und ich habe ein Anliegen an Sie. Wir möchten gerne seitens der Stadt noch einige Flächen, noch einige Punkte in der Stadt gerne überarbeiten. Wir möchten sie schöner machen. Der Garten der Verschwisterung, der ist zu Beginn meiner ersten Amtszeit angelegt worden in dieser Form. Das war im Jahr 2001. Mittlerweile sind über 20 Jahre ins Land gegangen und er muss wieder gemacht werden. Gleichzeitig ist es so, dass die Stadt aktuell ein Finanzierungsproblem hat. Wir haben in jedem Jahr 4 Millionen Euro Gewerbesteuer weniger, Corona-bedingt, weil viele Unternehmen, die im Luftverkehr tätig sind, die Einnahmen nicht mehr haben. Und deswegen wende ich mich heute an Sie. Ich möchte gerne, dass wie vor über 20 Jahren, als wir noch gemeinsam Flächen entwickelt haben, an Parks gemeinsam gearbeitet haben, als wir die Freisportanlage für Jugendliche gemeinsam gebaut haben. Das heißt, Sie als Bürgerinnen und Bürger waren beteiligt an diesen Baumaßnahmen und haben dazu beigetragen, dass sie überhaupt umgesetzt werden konnten. Weil damals wenig Geld da war, wir haben Ihr Zutun gebraucht. Jetzt haben wir die gleiche Ausgangslage, wir möchten gerne weiterkommen und wir brauchen Ihre Unterstützung. Und viele von Ihnen haben schon gesagt, also wenn mal was ansteht, Herr Jühe, dann bin ich mit dabei, da helfe ich gerne mit. Und jetzt kommt es drauf an. Garten der Verschwisterung. Wir haben zwei Daten, die ich Ihnen gerne bekannt geben möchte. Einmal am Samstag, den 12. März ab 10 Uhr, fangen wir hier an, die vorbereitenden Arbeiten durchzuführen, um den Garten der Verschwisterung wieder schön bepflanzen zu können. Und am 26. März findet dann die Bepflanzungsaktion selbst statt. Das heißt, hier kommen Bäume rein, hier kommen Sträucher rein, hier kommen Stauden rein. Und deswegen ist es wichtig, dass Sie mit dabei sind. Das spart uns sehr viele Kosten. Und am Schluss gehen die Leute vorbei und sehen, oh, ist der Garten der Verschwisterung aber schön geworden. Und Sie persönlich haben mit dazu beigetragen. Deswegen tun Sie mir den Gefallen, seien Sie dabei. So kommt auch die Stadtgesellschaft wieder zusammen. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass alle Projekte, an denen die Menschen direkt beteiligt waren, ein viel höheres Interesse finden als diejenigen, die wir in den letzten Jahren über Firmen haben herstellen lassen. Deswegen bitte melden Sie sich an. Das ist die E-Mail-Adresse bürobgm@raunheim.de. Und dann wissen wir, wie viele Personen wir erwarten können zu den beiden Aktionen. Ganz herzlichen Dank an Sie und ich freue mich auf Sie. Selbstverständlich bin ich auch dabei. Und auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung werden selbstverständlich freiwillig dabei sein, unentgeltlich für die Stadtgesellschaft arbeiten. Herzlichen Dank und alles Gute. Wir freuen uns auf Sie.